Hallo Leute und herzlich willkommen zu Resident Evil Revelations. Demo. Seit heute released im Steam. Und ich habe mir gedacht, hey, guck's jetzt doch mal an. Resident Evil Revelations. Ich drücke jetzt einfach mal, weil die Musik so dermaßen laut ist. Okay Leute, noch einmal Howdy und herzlich willkommen zu Resident Evil Revelations Demo. Ich musste noch mal ganz kurz übers Optionsmenü fliegen mit meinem geistigen Auge, denn die Sprache war auf Deutsch. Die Sprache ist, glaube ich, schlecht. So, wir starten wieder ein normales Spiel und hoffen, dass das jetzt funktioniert. 1820, wie in Zenobia. Think these things got to Chris and Jessica? I hope not. Hey, no one's saying Chris is dead. All right, then let's find him already. Spielhandbuch. Standard. You hear that? Was that the lock? I'll check it out. Okay. I'll see what I can find here. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Gut. Wir haben ein Missionsziel nach Chris suchen und das Spiel spielt auf dem Schiff Queen Zenobia. Auf dem Frachter und es beginnt kurz nach dem Anfang. Wir sind hier durch dunkle Gänge geschlürft, haben uns einigen gescripteten Ereignissen gestellt. Also jetzt in der Vollversion. Und sind auf dieses Monster gestoßen, das aus der Spüle gekrochen kam. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich werde jetzt mit Genesis untersuchen. Ja, Genesis ist das neue Gimmick von Resident Evil Revelation. Das ist nämlich dieser Scanner hier. Scan abgeschlossen. Wir können mit diesem Genesis alles scannen hier in der Umgebung. Also so Hotspots. Und nur dadurch können wir Gegenstände finden in diesem Spiel. Also es gibt, man sieht mit dem bloßen Auge nicht, wo Munition liegt, wo es was zu heilen gibt oder sonst was. Nee, das muss man alles mit diesem Genesis machen. Und wenn ihr oben in der Mitte 100% habt, dann bekommt ihr ein grünes Kraut geschenkt. Zack, jetzt habe ich 15 Pistolenmunition gefunden. Nochmal 5 Pistolenmunition, aber ich bin voll. Und bei der Leiche liegt auch was, auch nochmal 5 Pistolenmunition. Und was für eine Art zu sterben. Und genau bei diesem Gimmick liegt das größte Problem des Spiels. Denn alles, was ihr macht, 90% des Spiels ist in einen Raum zu gehen, stehen zu bleiben, den ganzen Raum zu scannen, schauen, ob Items da liegen und dann alles zu plündern und dann geht ihr weiter. Und das macht ihr in jedem Raum und verbringt die meiste Zeit in dieser Sicht. Das schadet dem Spiel mehr als es ihm hilft, ganz ehrlich. Es war eines der grässlichsten, ja, ich muss schon fast sagen, grässlichsten Ideen, die Capcom bisher hatte, ja. Chris! Chris! Come on, say something! Wir haben anscheinend Chris Redfield gefunden. But he's trapped in there. Can you get him out? No, it's a tough lock. I need the key. Okay, then let's find it. Schlüssel suchen. Man merkt ganz deutlich auch an der Grafik, obwohl es jetzt FXOA hat für den PC, dass es vom 3DS kommt. Es sieht nicht wirklich prickelnd aus. Aber gut, Grafik ist nicht alles. Wie ihr vielleicht wisst. Ich habe ein grünes Kraut. Das ist eigentlich mein Optionsmenü. Ah, Select. Da haben wir das Menü. Munition. Man kann nur 5 grüne Kräuter mitnehmen und die 1:1 übernommene 3D-Karte vom 3DS. Schön pixelig, so wie es gehört. Aber gut, es spielt eben auf dem Schiff. Es gibt komische Chile-Wesen, so nenne ich es zumindest, die hier Unwesen treiben. Und wenn ich jetzt hier nichts scanne, werde ich hier nie etwas finden in dem Spiel. Deswegen muss ich stehen bleiben, scannen, da ist ein Objekt. Bei bloßem Auge kann ich es natürlich nicht erkennen, weil Chill ist ja kurzsichtig und versteht ja. Also das ist alles, was ihr das ganze Spiel über macht. Ihr geht nur rum und scannt die ganze Zeit. Auch bei den Pistolenmunition, die ich schon habe. Und wisst ihr, wie stressig das später wird, wenn euch Monster verfolgen? Ihr müsst die ganze Zeit scannen, wenn ihr
unbedingt ein Heilkraut braucht zum Beispiel. Andere mögen vielleicht jetzt sagen, ja, das erhöht die Spannung. Nee, es ist nur ein riesiger Nervfaktor. So, wir gucken uns einfach mal um. Da ist schon ein Motiv. Ja, so Seitwärtsrollen oder so gibt es nicht mehr in dem Spiel. Auch wenn es jetzt vielleicht so aussehen würde, als vermittelt es so den Eindruck, es ist wie das alte Resident Evil. Nein, stopp, rudert bitte zurück, es ist nicht wie das alte Resident Evil. Denn auch wenn es jetzt so die Atmosphäre versprüht von, hey, wir sind alleine auf dem Schiff und es kann uns ja nichts passieren, ja, die Atmosphäre wäre vielleicht gegeben. Kann ich wirklich frei nicht laufen? Es ist doch viel, viel mehr Resident Evil 5 und 6 mit viel, viel mehr Action. Also lasst euch da nicht täuschen, es ist wirklich viel, viel Hektik in dem Spiel. Und auch viel, viel unfaire Passagen, wo ihr dann einfach mal nichts findet, ja, wo es dann einfach mal keine Munition mehr gibt. Monster spawnen hinter euch, schon fast in euch, ja, und flankieren euch, weil es gerade lustig ist in dem Moment. Und wie ihr seht, ihr seid die ganze Zeit damit beschäftigt zu scannen. Es macht am Anfang schon noch Spaß zu scannen, aber es nimmt dann permanent Überhand, weil ihr wirklich darauf angewiesen seid. Und ihr habt später einfach keine Lust mehr zu scannen. Ja, wenn es größere Räumlichkeiten sind, wo ihr 5 Minuten rumlaufen müsst, um Sachen zu scannen. Die Tür ist verschlossen. Auf ihr ist ein Anker. Deswegen das alles nicht so toll, bis jetzt auf den ersten Blick wirkt. Sie ist verschlossen. Ihr seht eh schon, ich laufe eh schon vermehrt mit dem Genesis-Scanner rum. Oh, wahrscheinlich so, weil es könnte ja irgendwo was versteckt sein. Ja, es könnte hier überall ein Item versteckt sein. Das seht ihr eben nur mit diesem blöden Scanner. Oh! Normalzeit, sag ich da. Das Tor ist ja natürlich auch wieder alles voll. So, wir gehen einfach mal weiter. Ich muss auch sagen, das Spiel läuft richtig schön flüssig. Kontrollpunkt, man kann sich da echt nicht beschweren. So, Gegner. Habe ich eine Granate oder sowas? Spielhandbuch, Genesis Handbuch, Pistolenmunition, grünes Kraut. Ich habe nur ein grünes Kraut. Der rechte Stick ist ein bisschen gar schnell. Bevor mich jemand fragt, ja, es gibt Quicktime Events. Die Quicktime Events sind super speziell. Jill, what's going on? I found a survivor. The BOW's got her though. Who was she? I'm still trying to piece that together. Das Spiel bietet aber auch sehr, sehr viel Backtracking. An diesen Ort müssen wir später noch des Öfteren zurück. Hier ist nichts, was sie identifizieren könnte. Mal sehen, was Genesis sagt. Ja, und das Genesis-Gimmick. Ich denke, das hat man eigentlich nur eingebaut wegen dem 3D-Feature für den 3DS, dass man da irgendwie Spielereien hat. Q-Quartierschlüsse, QZ. Parker, I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Let's try it out. I'll meet you in the Chris's room. See you there. Zum Raum, wo Chris war. Und ihr hört schon. Schlüssel für den Mannschaftsbereich. Jill hat eine andere Stimme als wir im den Originalteil, also wie den anderen Resident Evil. Das ist eine andere Sprecherin. Und da kommt Chili Monster. Warum sich die Kiste zu setzen, weiß keine alte Socke, das wird er nie erklärt. Ihr wisst, Resident Evil 6 wird auch nichts erklärt. Es ist halt einfach so. Es ist, wie es ist. Ich glaube, das Spiel kommt in einer Woche auf Steam raus für 25 Euro. Ne, für 39 Euro.
25. Mai ist Release, so rum was. Steuerung, Waffe abfeuern mit RB. RB, Waffe wechseln. Ah, okay. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch von mir, aber egal. Und sie kommt sogar aus den Waschmaschinen. So, bekomme ich die 100% voll? Nein, bekomme ich nicht. Da ist noch was in der Waschmaschine. Eine Handgranate, die ich gerade verschwendet habe. Und jetzt kommt wieder das alte Spielchen, Raum gesäubert. Wir nehmen den Genesis zur Hand und scannen wieder den ganzen Raum, weil es so schön ist und wir sonst nichts zu tun haben. Ich meine, Genesis ist ja eine nette Idee, wenn man vielleicht mehr über Gegner herausfinden möchte, ja, so Schwachstellen oder so, oder welche Waffe gut ist für welches Vieh, dass man da einen Gegner scannt, aber es nimmt schon reichlich Überhand mit. Wenn du überhaupt ein Item willst, musst du alles scannen in der Umgebung. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Oh! Das ist wieder so ein netter Moment, man kommt der Tür rein und kommt eigentlich schon gar nicht mehr aus. Den Hit kassiert man einfach, weil es so ist. Und man nicht weg. Da wir scannen wieder, bekommen 100% und ein grünes Kraut. Nie vergessen, alle 100% ist ein grünes Kraut. Ja, da kommt der nächste. Zeigt sich auch noch recht unbeeindruckt von meiner Granate. Wie ich schon gesagt habe, hier am Anfang sieht es noch ziemlich stimmig aus. Ja, so enge Räume, ein paar Gegner. Das alte Survival-Horror-Feeling. Aber es ändert sich dann sehr, sehr rasch, wenn man in die Hauptlobby des Schiffes kommt. Wenn dieser Prolog vorbei ist, dann wird es wieder so Resident Evil 5 mit sehr, sehr vielen abgeriegelten Bereichen, wo man so Arena-Kämpfe bestehen muss gegen riesige Monster, die dann so agieren wie Kettensägen-Menschen aus Resident Evil 4 oder die Axtschwingen in aus Resident Evil 5. Also es ist wieder komplett dasselbe Spielprinzip. Und natürlich mit einem Partner wieder dabei, also man ist nie allein. Crew-Quartierschlüssel verwendet. Chris. Gucken wir mal, ob das Chris ist. Chris? What is this? Oh, great. Oh, shit. It's a trap. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Danke fürs Spielen, das war die ganze Demo. Also für eine Testversion zum Ausprobieren war es jetzt doch ein bisschen kurz, eine Viertelstunde. Ja, die Demo ist nichts sagen, man kann sich nicht wirklich einen Eindruck erhaschen, um was es überhaupt geht, ja, wie sich es weiterspielt. Es vermittelt sogar den falschen Eindruck, wenn ihr mich fragt. Wie ich schon gesagt habe, am Anfang ist es noch düstere Gänge und ein paar Gegner und später wird es dann zu Resident Evil 5 Ballerorgie. Und ja, ihr könnt euch die Demo selber anschauen, ist über Steam beziehbar. Von dem Kauf von Revelations würde ich abraten. Bin ich ganz ehrlich, als alter Resident Evil Fan, definitiv war es ein Fehlkauf für mich auf dem 3DS.
Ich werde es wahrscheinlich nie beenden, weil es mir nicht gefällt. Die Steuerung ist hakelig, das Spiel ergibt keinen Sinn, es wird nichts erklärt. Man kämpft gegen Chile-Monster auf hoher See. Das ist Resident Evil. Ich finde es ein bisschen traurig. Kauft euch lieber für das Geld im PSN, falls ihr eine PlayStation habt, den Resident Evil Code Veronica Remake oder Resident Evil 4 Remake. Oder kauft euch ein GameCube und Resident Evil Rebirth plus Resident Evil Zero Nemesis. Die guten alten Resident Evils. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Zack und ich sage immer stay tuned and so long.